Johannes 14, den 20. Vers hören und Gottes Wort vernehmen, wie wir auch das Lied gesungen haben. Nie vergess ich, wie die Gnade Jesu du mir hast geschenkt. Johannes 14, Vers 20. Ein Wort der Gnade des Herrn an uns heute. Johannes 14, Vers 20. An dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, es gibt Ausdrücke in der Sprache der Heiligen Schrift, die heute oft abgegriffenen Münzen gleichen. Wenn wir nur an das Wort Gnade denken, was verstehen wir unter Gnade? Irgendetwas, das Gott nun uns durch die Finger schaut und er lässt mal vor Gnade vor Recht ergehen. Wir denken an das Wort heilig. Was verstehen wir unter heilig? Menschen mit einem heiligen Schein. Vielleicht denken wir sogar an katholische Heilige, die irgendwie angerufen werden. Und zu diesen abgegriffenen Münzen gehört auch das Wort christlich. Es gibt einen großen Bogen vom christlichen Abendland bis hin zu den christlichen Politikern und bis zu den christlichen Parteien. Was wird nicht alles mit dem Wort christlich heute bezeichnet? Wenn wir nun aber die Heilige Schrift lesen, merken wir, dass das Wort Christ nur dreimal in der Bibel im Neuen Testament vorkommt. Und zwar nicht das Wort Christ, wie wir es kennen, sondern es heißt wörtlich Christianer. Davon kommt der männliche Vorname Christian und bedeutet so viel aus dem Griechischen übersetzt Christusanhänger oder Christusträger. Und wir lesen zweimal in der Apostelgeschichte, dass zuvor in Apostelgeschichte 11 die Jünger in Antiochien am ersten Christianer genannt wurden. Wir lesen dann, dass der Apostel Paulus vor dem König Agrippa steht und der König Agrippa am Ende der Apostelgeschichte, können wir es nachlesen, sagt, es fehlte nicht viel, du überredest mich und ich würde ein Christianer. Luther übersetzt jedes Mal Christ. Und dann lesen wir in 1. Petrus 4 ebenfalls, wenn jemand leidet als Gläubiger, so leide er als Christianer, als Christusanhänger, als Christusträger. Als mir das aufging, war ich etwas sehr verwundert. Warum spricht die Heilige Schrift nur an drei Stellen über das Wort Christ? Ich habe eine Antwort gefunden und ich nehme an, dass es die richtige Antwort ist. Weil die Heilige Schrift viele anderen Bezeichnungen für unser Glaubensleben, für unser Verhältnis, für unsere Beziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus kennt. Wir haben das so verallgemeinert. Wir reden von Christen und vom christlichen Abendland. Aber die Heilige Schrift ist viel vielfältiger. Wir sind Auserwählte. Wir sind Heilige. Wir sind Geliebte. Wir sind Jünger Jesu. Wir sind Jüngerinnen Jesu. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Die Heilige Schrift redet in Superlativen, sucht nach menschlichen Worten, um unseren wunderbaren Glaubensstand zum Ausdruck zu bringen, zu dem uns der Herr im Himmel berufen hat. Das ist meine Antwort. Nur dreimal Christ im Neuen Testament, sonst viele andere wunderbare Ausdrucksweise. In unserem Textwort haben wir ebenfalls eine von diesen Ausdrucksweisen über unser Glaubensleben. Der Jesus Christus spricht hier in Johannes 14, Vers 20 von Pfingsten. Denn er sagt, an dem Tage, wo ich den Heiligen Geist, den Tröster, senden werde, der bei euch bleibet ewiglich, an diesem Tage, wo der Heilige Geist auf die Erde kommt und auf der Erde bleibt, bis die Gemeinde Jesu Christi vollendet ist und dann entrückt wird, an diesem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.
Wieder eine neue, eine wunderbare Bezeichnung für unseren Glaubensstand. Wir sind Christen, wir sind Christianer, wir sind Heilige, Auserwählte, Geliebte, wir sind Kinder des lebendigen Gottes, aber hier sagt der Jesus Christus, wir sind in ihm und er ist in uns. Ist das nicht wunderbar? Man möchte fast sagen, es ist ein doppeltes Siegel. Der Herr ruft uns heute Abend zu, wenn wir gläubig sind, wir sind in ihm und er ist in uns. Er ruft uns zu, an dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr seid in mir und ich bin in euch. Dieses Textwort hat also nur Bedeutung für gläubige Menschen. Für Menschen, die sagen können, ich habe diesen Tag erlebt. Als ich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam, hat er mir alle meine Sünden vergeben, sein Blut hat mein Herz reingewaschen und der Heilige Geist hat mein Herz erfüllt und mich wiedergeboren zu einem neuen Leben. Das ist der große Tag. Es ist der schönste Tag, den Gott uns jemals gab, als Jesus durch den Heiligen Geist in unser dunkles Erdendasein trat, in unser dunkles, finsteres Herz einzog. Frage vorweg, haben wir alle diesen Tag erlebt? Werte Freunde, diesen Tag müssen wir erlebt haben. Wir müssen von einem Tage wissen, wo wir mit dem Herrn Jesus Christus anfingen. Gewiss, es gibt Leute, die können sich nicht mehr genau besinnen. War es an dem und dem Tage? Können nicht mehr Tag und Datum und Stunde sagen. Aber die wissen ungefähr in dem und dem Jahr, in dem und dem Frühjahr, irgendwo ist eine Evangelisation gewesen. Oder ich habe eine Aussprache mit einem Seelsorger gehabt. Oder ich habe über der Bibel gesessen. Und da ging mir das große Licht auf. Da wurde ich ein Kind Gottes. Da bin ich in Buße und in Glauben vor meinem Heiland niedergekniet, habe ihm meine Sünden bekannt und er hat mein Leben neu gemacht. Von diesem entscheidenden Tage der Bekehrung, des Neuanfanges, der Buße und der Wiedergeburt spricht hier der Jesus Christus. An dem Tage werdet ihr erkennen. Nur der gläubige und wiedergeborene Mensch kann dieses erkennen. Jesus sagt zu Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren wird aus dem Heiligen Geist, der kann das Reich Gottes nicht einmal sehen, geschweige denn überhaupt hineinkommen. Nun müssen wir die Frage stellen, es gibt also zwei Gruppen von Menschen auf dieser Erde. Die einen sind in Christus und Christus ist in ihnen. Das ist die kleine Herde, das ist die Gemeinde Jesu Christi, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die auserwählte Schar, die aus Juden und Heiden herausgekommen ist und mit Jesus Christus, dem Haupt im Himmel, auf ewig verbunden ist durch den Heiligen Geist. Das ist die eine gläubige Schar. Aber der größte Teil der Menschheit lebt ohne Jesus. Und nun die große Frage, was ist mit diesen Menschen? Die Heilige Schrift gibt uns eine ganz klare Antwort im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, in dem sogenannten Auferstehungskapitel, dem hohen Lied der Hoffnung. 1. Korinther 15. Das hohe Lied der Auferstehungshoffnung. Da heißt es in Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden aus den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Das ist die unumstößliche Tatsache der Auferstehung. Zumal durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Hören Sie, 1. Korinther 15, Vers 22, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Es gibt nur zwei Menschheitsgruppen auf dieser Erde. Die einen sind in Christus, sind lebendig gemacht, sind erlöst, sind wiedergeboren, und die anderen, sie sind in Adam. In Adam sein heißt verloren sein. In Adam sein heißt auf dem breiten Wege sein. In Adam sein heißt, ich bin in Sünden empfangen und geboren, ich bin auf ewig verloren. Wie Adam die Sünde in die Welt gebracht hat, und Paulus sagt in Römer 5 ab Vers 12, wie durch Adam die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen sind. Und weil wir alle von Adam abstammen und das Bild Adams tragen, so steht es hier auch gerade hier in 1. Korinther 15. Darum sind wir in Adam und in Adam sein bedeutet verloren sein. Und das, werte Freunde, müssen wir immer ganz neu und erschreckend begreifen. Wir, die wir gläubig sind,
dass wir all die Menschen, denen wir begegnen, in dieser Sicht sehen müssen, sie sind verloren. Sie sind in Adam. Sie sind tot in Sünden und Übertretungen. Es sind zwei total verschiedene Welten, in denen die Gläubigen und die Ungläubigen leben. In unserer Stadt ist Schützenfest. Es dringt bis zu unserem Haus herüber. Und ich musste gestern und heute so bei mir denken, hier prallen zwei Welten aufeinander. Ich wollte heute Nachmittag zum Dienst fahren und dann begegnete ich diesem großen Zug und musste eine Umleitung fahren. Und ich dachte bei mir, das ist so ein richtiges Beispiel für die zwei Menschheitsgruppen. Die einen sind in Adam, sie leben, sie trinken, sie feiern. Ich müsste Deutsch sprechen und müsste sagen, sie saufen. Verzeihung, aber ich habe heute manchen betrunken gesehen, der vom Schützenplatz angetorkelt kam. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die genau in der gegengesetzten Richtung fahren. Und dabei musste ich an Lukas 7 denken. Und als wir auf unserer letzten Reise in Israel waren, habe ich unserer Gruppe Lukas 7 aufgeschlagen. Denn dort wird uns was berichtet von diesen beiden Lebens- und Todeszügen. Der Todeszug Adam wälzt sich hinab in das ewige Verderben. Circa 4 Milliarden Menschen sind in diesem Zuge. Der Lebenszug Jesus Christus zieht zur himmlischen Herrlichkeit. Und dann lesen wir in Lukas 7 ab Vers 11, dass in der Nähe des Berges Tabor, wo man bis zu den Bergen von Nazareth schauen kann, ein kleiner Ort liegt, er heißt Nain. Nain heißt Lieblichkeit. Aber in diesem lieblichen Orte Nain ist der Tod in schrecklicher Weise eingezogen. Der einzige Sohn einer Witwe ist gestorben. Witwe sein bedeutet, man musste verhungern in der damaligen Zeit. Es gab keine Sozialversicherung. Der einzige Sohn der Ernährer ist gestorben. Und Lukas 7 ab Vers 11 berichtet, es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und bis auf den heutigen Tag existiert diese Stadt. Und seine Jünger gingen viele mit ihm und viel Volks. Jesus, der Fürst des Lebens, geht vor den Jüngern und vor dem Volke her. Der Lebensfürst kommt mit dem Lebenszug in eine Stadt, die heißt Nain. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus. Ein Todeszug, ein Leichenzug. Nach der Sitte der damaligen Zeit, die Araber beerdigen bis heute noch so, wir haben es in Jerusalem gesehen, durften sie aber aus Pietätsgründen nicht fotografieren. In einem offenen Sarge, nur mit einer Decke ist die Leiche zugedeckt und so wird sie beerdigt. Bis auf den heutigen Tag bei den Arabern. Als er aber nah an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der ein einziger Sohn seiner Mutter war und sie war eine Witwe und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Zweimal heißt es viel Volks. Christus mit dem Lebenszug will hinein in die Stadt. Der Todeszug an der Spitze mit der Beute, die der Tod dahingerafft hat, ein junger, blühender Mensch, will aus der Stadt heraus. Die beiden Züge begegnen sich. Vers 13, der Herr sieht es. Was hätten wir getan, wenn wir es gesehen hätten? Wir wären still an den Straßenrand getreten. In der modernen Zeit hätten wir den Motor unseres Autos abgestellt und hätten ehrfürchtig gewartet, bis der Todeszug vorüber ist. In unserem Textwort wird etwas ganz anderes berichtet. Der Fürst des Lebens stoppt den Todeszug. Als sie der Herr sah, jammerte ihn derselben und sie sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an und die Träger standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Die Träger standen still. Der Todeszug bleibt stehen. In Adam wird unterbrochen. In Adam wird gestoppt. In Adam ist zu Ende, wo uns Christus begegnet. Und hier haben wir ein treffendes Bild. Die ganze Menschheit ist auf dem breiten Wege. Der Todeszug wälzt sich hinab in das Verderben. Aber in dem Augenblick, wenn uns Christus begegnet, wenn uns Christus in den Weg tritt, dann wird der Todeszug in unserem Leben gestoppt. Und dann heißt es, weine nicht. Und dann ruft uns der Herr das Lebenswort zu. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Hier ist ein physisch Toter, ein leiblich Toter aufgestanden. Wir alle dürfen geistlich auferstehen.
denn nach dem Epheserbrief Kapitel 2 sind wir alle tot in Sünden und Übertretungen, ganz gleich, wer wir sind. Ich bin über 20 Jahre in diesem Todeszug gewesen. Und dann trat der Herr in mein Leben und dann sagt er, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt bekehre dich, jetzt lade deine Schuld unter dem Kreuze ab. Jetzt empfang Vergebung deiner Sünden und ein ewiges und ein neues Leben. Und siehe da, in dem Augenblick, wo Christus in unser Leben tritt und wo den Tod in uns stoppt, in dem Augenblick beginnt das Leben. In dem Augenblick sind wir in Christus Jesus. Das ist der Tag, Johannes 14, Vers 20, von dem der Herr sagt, ihr werdet es erkennen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Nun, werte Freunde, müssen wir eine zweite Frage stellen. Was sagt uns die Heilige Schrift als erstes über die Menschen, die nun in Christus Jesus sind, die herausgekommen sind aus dem Todeszug, heraus aus dem verlorenen Land, heraus aus dem entsetzlichen Sumpf der Sünde? Die Heilige Schrift spricht 164 Mal davon, dass wir in Christus sind. 164 Mal steht im Neuen Testament, wir als Gläubige sind in Christus. Von diesen 164 Malen möchte ich nur zwei Stellen aufschlagen und zuvor aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. Römer 8, Vers 1, die erste, die beglückende Erfahrung, die jeder Gläubige machen darf, wenn er aus dem Todeszug in Adam herausgekommen ist, wenn er durch Buße und Bekehrung in den Lebenszug Jesus Christus durch die offene Tür des Kreuzes von Golgatha hineingegangen ist. Römer 8, Vers 1, ich lese nach der alten Luther-Übersetzung, die an dieser Stelle so wunderbar ist. Dort heißt es, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die wo sind? Die in Christus Jesus sind. Die Menschen, die außerhalb von Jesus sind, die Menschen, die in Adam sind, die sind verdammt in alle Ewigkeit. Aber die Menschen, die in Christus Jesus sind, an denen ist hier nach der wunderbaren Luther-Übersetzung nichts Verdammliches. Das heißt wörtlich kata krima. Da liegt das Wort Kriminalität drin. Das ist das Urteil, die Verurteilung, die Verdammung. Man müsste wörtlich übersetzen, kein Verdammungsurteil trifft die, die in Christus Jesus sind. Aber Luther übersetzt nichts Verdammliches. Das heißt auch, nicht ein Härchen an uns ist verdammlich. Ich weiß nicht, ob Sie die Stelle aus dem Neuen Testament kennen, wo im Judasbrief geschrieben steht, dass der Erzengel Michael mit dem Satan stritt am Leichname des Mose. Und der Satan hat ein Recht an Mose, weil Mose in seinem unbeherrschten Zustand im Alter von 40 Jahren einen Ägypter erschlagen hatte. Wenn wir sündigen, hat der Satan ein Recht an uns. Aber siehe da, dieses Recht war gelöscht und gebrochen. Warum? Der Erzengel Michael sagt, der Herr strafe dich. Warum? Weil Mose mit seiner Sünde in das volle Erlösungswerk Christi hineingenommen ist. Denn Jesus sagt im Neuen Testament, Mose hat von mir geschrieben. Er sagt zu seinen Zeitgenossen, habt ihr das nie gelesen? Wenn ihr wirklich Mose Schüler wärt, dann würdet ihr doch wissen, wer ich bin. Was hat denn Mose geschrieben? Dass Christus das Passahlamm ist. Dass Christus der ehernen Schlange verglichen wird. Dass Christus all die Opfer des alten Bundes erfüllt hat. Wie es der Hebräerbrief sagt. Davon hat Mose geschrieben. Und auf einmal merken wir, der Satan, der meint, ein Anrecht an den Mose zu haben, der muss auf einmal feststellen, nicht ein Härchen Verdammliches ist an Mose. Und so geht es uns Gotteskinder. Luther übersetzt, nichts Verdammliches ist an uns. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir leichtfertig in der Sünde leben können. Und sagen können, naja gut, wenn wir alle in den Himmel kommen, dann brauchen wir es ja nicht so tragisch zu nehmen. Nein, nein. Paulus sagt in Römer 6, sollten wir in der Sünde beharren, der wir doch abgestorben sind, das ist unmöglich. Wer zum Glauben gekommen ist, wer aus der Sünde herausgefunden ist, der hasst die Sünde, der meidet die Sünde. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, sagt der Psalmist im 130. Psalm. Ein wahrer Gläubiger meidet die Sünde, wo er nur kann. Und über jedem wahren Gläubigen steht das wunderbare Wort, nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Warum denn nicht? Weil Christus das ganze Verdammungsurteil
für deine und meine Sünde auf Golgatha getragen hat. Und als Christus am Kreuze hing, er war der sündlose Gottessohn, musste er schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hatte der Vater seinen Sohn verlassen? Weil der Sohn das Verdammungsurteil aller Menschen, aller Sünder, aller Zeiten und aller Sünden trug. Die Morde aller Mörder lagen auf Jesus, als er am Kreuze starb. Die Lügen aller Lügner lagen auf Jesus, als er auf Golgatha starb. Die Ehebrüche aller Ehebrecher und alle Hurerei, die die Menschheit getan hat, sie lag auf Jesus. Alle Sünden aller Sünder trug er am Kreuz und er nahm das Verdammungsurteil auf sich. Deswegen sagt der Liederdichter, hier findet kein Verdammen statt, weil Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, weil er unser Stellvertreter geworden ist. Ist das nicht wunderbar? Und sehen Sie, in dem Augenblick, wo Sie sich Christus anvertrauen, wo Sie sich dem Lebenskreis Jesu anvertrauen, wenn Sie in Christus Jesus sind, dann ist kein Verdammungsurteil mehr über Ihnen. Dann heißt es nach Johannes 5, Vers 24, wer an mich glaubt, wer dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Die gläubigen Menschen haben nichts mehr mit dem jüngsten Gericht zu tun. Wir werden vor den Preisrichterstuhl Christi gestellt, das ist etwas ganz anderes. Aber wir kommen nie mehr in das jüngste Gericht, nie mehr, weil Christus das Gericht für uns getragen hat. Wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet, heißt es im Johannes-Evangelium. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Oh, werte Freunde, was ist das für ein Trost? Nichts Verdammliches. Ich habe es manchem sterbenden Gotteskind zugerufen, wenn es durch das dunkle Todestal ging, was Christus am Kreuze für uns getan hat, hat zu viel an uns gewandt, um uns wieder loszulassen, sagt der Liederdichter. Wir sind in Christus, wir sind in seinem Lebenskreis, wir tragen seinen Namen, wir sind in dem Lande der Lösung. Oh, werte Freunde, ich hatte eine Reise kürzlich in ein kommunistisches Land. Wissen Sie, als ich wieder aufgeatmet habe, als ich wieder in unserem freien Lande war, da merkte ich etwas von dem Unterschied einer Regierung zwischen zwei Ländern. Ein ganz schwaches Bild für die Diktatur Satans und die Freiheit in Christus. Wie können wir aufatmen, wenn wir zu Jesus kommen? Wenn die Sündenketten klirrend von uns fallen und wenn wir begreifen, die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht, er hat mich lassen wissen, dass er mich frei gemacht, er, der versank in bitteren Tod und der für meine Seele sein Blut zum Opfer bot. Wir sind in Christus Jesus. Wir sind frei von der Anklage des Gesetzes und des Gerichtes. Wir kommen in den Himmel nicht, weil wir so gut und brav sind, sondern weil der Jesus Christus für uns starb und unser Stellvertreter wurde. Aber wir müssen noch ein zweites beachten, und zwar einige Seiten weiter im 2. Korintherbrief. Da heißt es 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, bitte, da haben Sie wieder eins von diesen 164 Worten in Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. In den meisten Luther-Übersetzungen heißt es Kreatur nach dem Lateinischen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Luther übersetzt, siehe, es ist alles neu geworden. Und werte Freunde, damit sind wir beim Zweiten. Wer juristisch in den Augen Gottes aus dem Verdammungsurteil der Hölle herausgenommen ist, ist es nur, weil Christus in ihm ein neues Werk begonnen hat. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann können wir kommen, wie wir sind. Aber wir können nicht bleiben, wie wir sind. Wir werden neue Menschen unter dem Kreuz von Golgatha. Nicht nur, dass die Sünde vergeben wird, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass wir neues Leben empfangen, dass wir wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist und dass wir Kinder des lebendigen Gottes werden. Und die neue Schöpfung wird in der Heiligen Schrift mit glühenden Farben beschrieben. Wir sind als lebendige Steine in den Tempel des Heiligen Geistes hineingebaut. Wir gehören zur Brautgemeinde Jesu Christi. Er ist der Bräutigam im Himmel. Wir sind die noch auf dieser Erde seiende Braut.
bis der Tag der Hochzeit des Lammes kommt und wir dürfen unseren Heiland schauen in Ewigkeit. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Wir sind so sehr mit dem Heiland verbunden, dass der Jesus Christus zu dem Christenverfolger Saulus von Tarsus nicht sagt, Saul, Saul, was verfolgst du meine Glieder? Sondern er sagt in Apostelgeschichte 9, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer uns antastet, tastet Jesus an. Warum? Weil wir zu dieser neuen Schöpfung gehören. Und diese neue Schöpfung muss sichtbar werden. Wenn wir uns bekehrt haben und unser Leben verändert sich nicht, ist unsere Bekehrung eine Gotteslästerung. Mit unserer Bekehrung ist der Doppelpunkt gesetzt. Jetzt geht das Leben mit Jesus erst richtig los. Es gibt viele Leute, die fangen an aufzuzählen. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin christlich getraut, ich bin. Und wenn sie dann hören, du musst dich bekehren, sagen sie, na gut, nun bekehre ich mich noch, aber nun lasst mich zufrieden. Jetzt ist der Deckel auf dem Topf, jetzt ist alles okay. Nein, jetzt fängt das Leben erst an. Jetzt beginnt die neue Schöpfung. Denn wir sind ja versetzt von der Obrigkeit der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, heißt es in Kolosser 1, Vers 13. Wir sind ja Menschen des Himmelreiches. Wir sind ja Bürger einer neuen Welt geworden. Unsere Namen sind ja im himmlischen Geburtsregister geschrieben. Wir sind ja Kinder des lebendigen Gottes. Nun fängt die neue Schöpfung an. Wie sieht denn die neue Schöpfung aus? Dass in unserem alten, sündigen, vergänglichen Leben, unserem alten, sterblichen Leibe, eine neue Geburt geschehen ist. Das ist das Größte. Nicht nur, dass Gott uns so statisch adoptiert hätte, wie man heute eben Kinder adoptieren kann. Nein, wir sind wiedergeboren. Wir sind gezeugt nach dem ersten Petrusbrief aus dem Samen des Wortes Gottes. Wir sind nach dem Johannesevangelium wiedergeboren aus dem Heiligen Geiste. Wir sind eine ganz neue, herrliche, ewige, unvergängliche Schöpfung. Darum sagt der Heiland, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Darum sagt der Liederdichter, kann uns doch kein Tod nicht töten. Warum nicht? Weil der Herr Jesus Christus in uns eine neue Schöpfung, eine ewige Schöpfung begonnen hat. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden, heißt es wörtlich, weil eben unser sterblicher Leib noch an uns ist. Aber genauso wie ein Kindlein in eine Familie hineingeboren wird auf dieser Erde, so werden wir in das Reich Gottes hineingeboren. Auch als Kindlein, so heißt es 1. Johannesbrief Kapitel 2, ab Vers 12, ich schreibe euch Kindlein, das sind die neugeborenen Bekehrten. Ich schreibe euch Kindern, das sind die im Glauben Herangewachsenen. Ich schreibe euch Jünglingen, das sind die stark im Glauben geworden. Ich schreibe euch Vätern, die abgeklärt ein Leben lang bei dem Herrn Jesus Christus in der neuen Schöpfung geblieben sind. Und wie sieht die neue Schöpfung aus? Die neue Schöpfung hat ein Maßstab. Und wir wollen hören, wie dieser neue Maßstab dieser neuen Schöpfung aussieht. Johannes, Römer 8, Vers 29, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes, auf das der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was sagt der Liederdichter? Vor dir gilt nur dein Eigenbild. Die neue Schöpfung orientiert sich an dem Erstgeborenen. Es heißt in der griechischen Grundsprache Prototokos. Das Wort ist uns bekannt in dem Wort Prototyp. Prototokos, der Erstgeborene. Prototyp. Und nach Christus, dem Erstgeborenen, richtet sich die neue Schöpfung. Und wenn Christus uns geliebt hat, so sagt er zu uns, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, liebet euch, wie ich euch geliebt habe.
Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Tut das, was ich getan habe. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Vergebt euch, wie ich euch vergeben habe. Das heißt es, eine neue Schöpfung sein. So leben, wie Jesus gelebt hat. Können wir das? Er war doch der sündlose Gottessohn. Von uns aus können wir es nicht. Aber wir müssen zwei Grundgesetze des Reiches Gottes beachten, dann können wir es. Erstens, unser alter Mensch muss täglich an das Kreuz. Das Unkraut der Sünde muss täglich unter den Unkraut vertilgen. Das Kreuz von Golgatha ist der tägliche Sterbeort für unsere sündige Natur. Wie Paulus in Römer 6, Vers 6 sagt, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Und wenn das geschehen ist, erst dann und nicht früher, erst dann kann das neue Leben, das Christusähnliche Leben in uns wachsen. Paulus sagt, wer auf den Geist sät, auf die neue Schöpfung. Die alte Schöpfung ist Fleisch. Der wird das Verderben ernten, auch als Gläubiger. Auch als Gläubiger. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung orientiert sich an dem, was Jesus ist. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und ich brauche hier gar keine großen Ausführungen zu machen. Sie wissen ganz genau, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus gebetet hat, wie Jesus in der Bibel lebte, wie Jesus mit dem Vater in Verbindung war, wie Jesus in seiner Barmherzigkeit sich allen Menschen zugewandt hat. Die kleinen Kinder hat er gesegnet, den sinkenden Petrus aus dem Wasser gerissen. Für die samaritische Hure hat er Zeit, am Jakobsbrunnen zu sitzen. Den Betrüger, den Zöllner, den Zachäus holt er vom Baum herunter. Leben, wie Jesus gelebt hat. Eine neue Schöpfung. Ist das nicht wunderbar? Die alte Schöpfung ist voll Hass, voll Lüge, voll Egoismus. Aber neue Schöpfung lautet, 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi dringt uns also, zumal wir halten, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, auf dass die, die da leben, das sind wir, die Gläubigen, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist die Todsünde der Kinder Gottes. Sie leben sich selbst. Wenn ich heute Abend hier stehe und ich predige zu meiner Ehre, dann ist das meine Todsünde. Und wenn Sie heute Abend aus irgendwelchen zwielichtigen, egoistischen Gründen hier sitzen, vielleicht, dass man Sie sieht oder Sie wollen Ihr neues Kleid zeigen, was weiß ich, dann ist Ihr hier sitzen Todsünde. Sich selbst leben war die Todsünde des Menschen, als er verführt wurde durch die Schlange unter dem Baum der Kenntnis von Gut und Böse. Als er nicht mehr Gott leben wollte, denn Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht essen von dem Baum. Als der Mensch anfing, sich selbst zu leben, wieso? Von dem Baum ist klug zu essen und er ist lustig anzusehen und ist ein lieblicher Baum. Das ist die Todsünde der Menschen. Schauen Sie in die Welt, wie sie alle sich selber leben. Für die hohen Herren bis in die Spitzen der Regierungen hinein, sich alle selber reich machen. Ihre Nachbarn über Leichen gehen können, wenn es um ihr bisschen Hab und Gut geht. Sich selbst leben ist die Todsünde der Menschen. Die neue Schöpfung aber lebt für Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, über alles lieben und deinen Nächsten, denn er ist wie du. Heißt nicht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Er empfindet wie du, was du ihm antust. Denke daran, wie du reagieren würdest, wenn man dir das auch antun würde. Und wenn Jesus sagt, das ist das größte und vornehmste Gebot und das andere ist dem gleich, ja, welches ist dann die größte Sünde? Das größte Gebot lautet, du sollst Gott lieben. Und das andere ist diesem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann ist die größte Sünde, wenn ich Gott nicht liebe und meinen Nächsten nicht liebe. Und Jesus hat diese Sünde nie getan. Er hat Gott über alles geliebt. Er hat die Menschen über alles geliebt, dass er für sie in den Tod ging.
Und die Heilige Schrift fordert die Gotteskinder auf, liebet euch, wie ich euch geliebt habe, seid getreu bis in den Tod, weicht keinen Finger breit aus den Wegen des lebendigen Gottes. Oh, hier könnten wir eine Bibelwoche anschließen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Die neue Schöpfung muss wachsen, die neue Schöpfung muss zunehmen, sie muss atmen im Gebet, sie muss die Speise des Wortes Gottes zu sich nehmen, sie muss die Nestwärme der Familie Gottes, der Gemeinde um sich haben, sie muss immer wieder gereinigt werden durch das Wasserbad im Wort und durch das Blut des Heilandes. Die neue Schöpfung lebt für die Ewigkeit. Die neue Schöpfung fühlt, wir sind Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Das Schönste kommt noch im himmlischen Vaterhaus. Aber damit, werte Freunde, sind wir nun noch nicht am Ende. Denn der Jesus Christus sagt ja in Johannes 14, Vers 20, an dem Tage werdet ihr kennen, dass ihr in mir seid. Ich habe jetzt nur zwei Stellen angeführt. In Christus nichts Verdammliches. In Christus eine neue Schöpfung. Aber hören Sie. Es heißt in Johannes 14, Vers 20 zum Schluss, und ich in euch. Christus ist in uns. Paulus schreibt Kolosser 1, Vers 27, das unaussprechliche Geheimnis Gottes und den Heiden lautet, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für die Juden unbegreiflich war, auch die Heiden, die als Hunde bezeichnet wurden. Auch die Heiden sind berufen zum Reiche Gottes und Christus ist in ihnen. Wo ist ein Gott, wie du bist? Heißt es bereits im Alten Testament. Und wir müssen es im Neuen Testament sagen, wo gibt es einen Gott, der das tut, was unser Gott getan hat. Er hat seinen Sohn an das Kreuz gegeben. Er wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Wir bedauern ja oft, dass der Jesus Christus als das Kindlein in der Krippe, dort in dem Stall, weil kein Raum in der Herberge war, zwischen Esel und Kamel, zwischen Heu und Stroh, dort in der Krippe muss er liegen. Aber werte Freunde, denken Sie doch mal zurück, als der Jesus Christus in unser sündiges Herz kam. Was ist unser Herz denn für ein Sündenstall? Erschrecken Sie nicht als Gläubige manchmal, was für Gedanken aus Ihrem Herzen kommen? Jesus sagt es doch in Matthäus 15, Vers 19. Arge Gedanken kommen aus dem Herzen des Menschen, die den Menschen verunreinigen. Und in diesen sündigen Stall unseres Herzens kommt er durch seinen Heiligen Geist. Und er macht einen Tempel des Heiligen Geistes aus unserem Herzen. Und darum sagt Epheser 3, Vers 16 und 17, ich lese nur diese eine Stelle, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, hören Sie, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Christus in uns. Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Das heißt zu Deutsch, Christus will sich in unseren Herzen wohlfühlen. Denn wohnen heißt ja, sich zu Hause wohlfühlen. Und ich glaube nicht, dass jemand von uns im Keller oder auf dem Boden wohnt oder in einer Rumpelkammer. Die Deutschen und die Holländer sind bekannt in der ganzen Welt für ihre hohe Wohnkultur. Die Schweden sind bekannt für ihre wunderbaren Möbel, die sie dem Weltmarkt liefern. Die schwedischen Möbel haben den europäischen Markt erobert. Warum eigentlich? Weil man alles tut, damit sich der Mensch in seinen vier Wänden wohlfühlt. Wenn er seine schönen neuen Möbel hat,
seinen schönen Teppich, seine schöne Tapete, seine schöne Beleuchtung, seinen schönen großen Bücherschrank, seinen schönen Schreibtisch, sein Klavier steht da, er fühlt sich wohl. Ich fühle mich immer so wohl, wenn ich Gottes Kinder besuche und sehe, hier ist auch äußerlich der Geist Gottes am Werken. Da hängt ein schöner Spruch, da ein schönes Bild, vielleicht von Israel, oder das Kreuz im Gebirge oder irgendetwas. Und dann kommt man in manche Häuser, ach, da geht es so kalt und leer zu. Aber auch nichts von meinem Jesus ist zu sehen, nicht mal ein Abreißkalender hängt da. Wie kalt ist das oft äußerlich. Aber nun zurück zu unserem Textwort. Der Jesus sagt, an dem Tage werdet ihr erkennen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Und Paulus ergänzt im Epheserbrief, dass Christus wohne durch den Glauben in euch, in euren Herzen. Das heißt, der Jesus Christus will sich in unseren Herzen wohlfühlen. Es gibt ja viele Christen, die ganz brennende Fragen haben. Darf ein Christ noch? Oh, oh, oh. Darf ein Christ noch ins Theater? Darf ein Christ noch ins Kino? Darf ein Christ noch tanzen? Darf ein Christ noch Fußball spielen? Darf ein Christ noch Fernsehen? Darf ein Christ noch? Darf ein Christ noch? Wir lesen davon nichts in der Heiligen Schrift. Wissen Sie warum? Als ich mich mit meiner Frau verlobt habe, dann habe ich auch nicht gesagt, darf ich jetzt noch mit anderen Frauen und Mädchen ausgehen? Da sie meine Frau mit mir verlobt hat, hat sie auch nicht gesagt, darf ich jetzt noch mit einem anderen Mann zu tun haben? Wissen Sie, warum wir das nicht gesagt haben? Weil uns diese abscheulichen Gedanken überhaupt nicht gekommen sind, weil wir uns so lieb hatten. Wenn zwei Menschen sich lieb haben, dann denken sie überhaupt nicht an andere. Das ist die Exklusivität der wahren Liebe von zwei Menschen. Und wenn wir Jesus lieb haben, dann fragen wir doch nicht mehr, darf ihn noch mit den sündigen Dingen dieser Welt zu tun haben. Als ich zu dem Herrn Jesus kam, hat mir keiner gesagt, aber nun wehe dir, das und das und das und das und das darfst du nicht mehr. Es hat mich angeekelt. Bin im Alter von über 20 Jahren zum Glauben gekommen. Bin zu einer besonderen Ausbildung ein ganzes Jahr in der französischen Hauptstadt Paris gewesen. Ich habe etwas von den Schönheiten dieser Welt gesehen, von Oper und Operette und Konzert und Musik und. Und da sie dann zum Glauben kam an den Herrn Jesus, dann merkte ich auf einmal in all diesen weltlichen schönen Dingen, angeblich schönen Dingen, dann hatte ich das Leben gesucht und nicht gefunden. Ich hatte Lebenswasser gesucht, ich hatte Salzwasser der Vergänglichkeit bekommen und ich wurde immer durstiger. Und als ich zum Glauben an den Herrn Jesus kam, da war ich so erfüllt von ihm, von seiner Liebe, von dem frischen Quell seiner Lösung, dass ich getrunken und getrunken habe. Ich habe keinen Gedanken mehr gehabt, soll ich noch ins Kino gehen? Es ekelte mich an. Ich habe keinen Gedanken mehr gehabt, soll ich noch ins Theater, soll ich noch zum Tanzen, soll ich noch in die Oper gehen, soll ich noch Fernsehen gucken? Ich habe keinen Gedanken mehr gehabt. Warum nicht? Weil ich Jesus so lieb hatte. Weil er der Mittelpunkt meines Lebens war. Und auf einmal merkte ich, der Heilige Geist richtet nun den sündigen Stall meines Herzens als das Wohnzimmer für den Gottessohn Jesus Christus ein. Meinen Sie, der Heiland fühlt sich wohl, wenn Sie unter den weltlichen Klängen einer vergänglichen und sehr oft rein dämonischen Musik sitzen? Wussten Sie, dass Mozart ein Freimaurer war? Wussten Sie, dass Beethoven und Wagner die finsterste Musik gemacht haben? Viele Künstler sind Spiritisten gewesen, was wir gar nicht wissen. Wir setzen uns einer furchtbaren Dämonie aus. Ein Gotteskind hat normalerweise ein Gespür für diese Dinge. Man sagt automatisch nein. Meinen Sie, der Jesus Christus fühlt sich wohl, wenn wir uns Kriminalfilme und Ehebruchgeschichten im Fernsehen ansehen?
Die Leute kommen immer groß mit der Ausrede, ja, aber die Nachrichten. Ja und? Was kommt denn in die Nachrichten? Mord und Totschlag, weiter nicht. Die leidige Politik, Goethe sagt, ein politisches Lied, ein garstiges Lied. Wie viel mehr müssen wir es sagen? Was geschieht denn Neues in der Welt? Die Nachrichten sind außerdem so gefiltert. Ich merke das jedes Mal bei meinen Israel-Reisen. Wird alles verdreht hier im Westen gesagt. Und nicht der tausendste Teil wird gesagt, was wirklich in Israel geschieht. Da muss man selbst hinfahren und sich überzeugen. Ich verzichte gerne auf die Nachrichten. Gerne. Wir leben genug, lange genug in der Welt, um zu wissen, was in der Welt los ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir als Gläubige ins Kloster gehen müssen und dass wir, wer weiß wie, von der Welt ableben müssen. Weil wenn ich nicht nur diesen komischen Rausch ansehe, der jetzt wieder im Augenblick ist, da mit dieser sogenannten Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, was ist denn? Die paar Tage gehen vorüber und dann spricht kein Mensch mehr darüber. Dann sieht man, wie der Teufel die Leute aufputscht und wie die klugen Manager den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Christus will sich in unseren Herzen wohlfühlen. Und die große Frage, darf ein Christ noch, wenn sie sie wirklich haben, die ist sofort erledigt, wenn ich die Frage stelle, fühlt sich mein Heiland wohl dort? Niemals. Der Heiland fühlt sich dort wohl, wo wir uns mit den Gotteskindern versammeln, wo wir die geistlichen, lieblichen Lieder singen. Der Heiland fühlt sich dort wohl, wo wir in seinem Wort, in seiner Liebe sind und der Weg zu den verlorenen Sündern. Der Heiland fühlt sich dort wohl, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Die Gemeinschaft mit ihm ist das Kostbarste, was es gibt. Das bedeutet nicht, wir müssen jetzt alle ins Kloster gehen und alles ist verboten und alles ist Sünde. Nein, nein, wir leben als ganz normale Menschen in dieser Welt. Und trotzdem leben wir zu seiner Ehre und nicht mehr für uns selbst.